Snippets in Anspruch nehmen, sagen wir bei unserer gerade List. Und wir können jetzt in ForEach nicht hinzufügen, dass ForEach das aus alles ausgibt. Sagen wir Console Write Line, dann geben wir Item, wird automatisch nach String gecastet. Und sobald das alles raus ist, geben wir console.readKey, damit wir das noch auch sehen können, damit unser Console-Fenster nicht sofort verschwindet. Das speichern wir erstmal und also nochmal speichern und jetzt kompilieren und laufen lassen. Mal sehen, ob es klappt, wo unser Fenster mit Console erscheint. Und also kompiliert wird es auf jeden Fall, da kommen keine Fehlermeldungen und wir sehen alle gerade Zahlen, die wir jetzt in unserer Liste hatten, auch hier in der Konsolfenster ausgegeben. Also das scheint jetzt zu funktionieren. Was man eigentlich noch überprüfen kann, was man auch noch sich ansehen könnte, ist dieses sogenannte Objektbrowser, wo man sehen kann, welche Methoden jetzt uns zur Verfügung stehen. Man kann sehen, also gerade und leider kommen hier auch kein normalerweise sind auch jetzt erklärt Annotations, also was diese Methoden jetzt vorhaben. Das wird leider nicht übernommen von diesem Profil, aber Leute aus Dotten, aus Mono Framework und aus Visual Studio arbeiten daran, dass auch da die diese Annotations, die in XML abgelegt sind, auch mit berücksichtigt werden. Aber hier sieht man auch die Klassen, die man jetzt zur Verfügung hat. Ja, und man kann hier auch danach suchen. Also, damit möchte ich unsere heutige Ausgabe von dem Webcast beenden. Nächstes Mal werden wir noch einen von den neuen Features von Visual Studio 2010, die jetzt für April, für den 12. April 2010 angekündigt ist, werden wir diese Features jetzt noch vorstellen. Ja, vielen Dank und auf Wiederhören.